Es ist nun endlich soweit, Lars. Die Zeit für den letzten Schritt auf unserer Reise ist gekommen. Lass uns Ketos mit der Lockflöte rufen. Er wird uns zur finsteren Festung tragen können. Da bin ich mir sicher. Bestens gewappnet dafür, dass du mit der Unterstützung deiner Freundin das Schwert des Lichts neu geschmiedet hast und zum Entscheidungskampf gegen den Fürsten der Schatten aufgebrochen bist. Nein, sie bin nicht. Noch nicht. Denn jetzt geht's erstmal nach Klatschmandu. Ja, ich weiß, es ist jetzt mega episch und das alles. Das habt ihr auch durchaus recht. Aber, das wollen wir auch noch mitnehmen. Außerdem, wie gesagt, ich will das noch versuchen mit der Quest von Rafa. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Bin ich echt mal gespannt. Klatschmandu. Allerspätestens in der nächsten Aufnahmesession werden wir aber zur Festung aufbrechen. Vom Fürsten der Schatten. Und ihn wahrscheinlich dann auch schon zum Kampf stellen. Das kommt darauf an, wie wir vorankommen. Dann. Aber jetzt erstmal möchte ich euch mal die Prüfung von Klatschmandu zeigen, die uns ja präsentiert wurden. Willkommen auf dem Platz der Disziplin, Lichtbringer. Hier könnt ihr euch auf dem Pfad der Drangsal begeben und dadurch, dass ihr gegen immer stärkere Feinde antretet, lernen, im Kampf auch das letzte Quäntchen Kraft in euch zu mobilisieren. Aber zwei Dinge solltet ihr bedenken, wenn ihr diese Herausforderung in Angriff nehmt. Erstens müsst ihr die Stärken und Schwächen eurer Gegner wie auch eurer Gefährten in Betracht ziehen, wenn ihr festlegt, wer sich dem Pfad der Drangsal stellen soll. Zweitens müsst ihr versuchen, eure Gegner mit so wenigen Aktionen wie nur irgend möglich zu besiegen. Und der letzte Satz ist das Wichtigste. Denn denkt daran, ich werde die Anzahl aller Aktionen der Mitglieder eurer Gruppe zählen. Wenn es euch gelingen sollte, den Feind mit ausreichender Effizienz zu schlagen, werden eure Anstrengungen entsprechend belohnt. Also, gebt unbedingt euer Bestes. Aber genug geredet. Bitte, Lichtbringer, wählt die erste Prüfung. Nun denn, welche der Prüfungen des Pfads der Drangsal wollt ihr in Angriff nehmen? Es sind jetzt drei Prüfungen verfügbar. Ich bin mir aber ganz sicher, es werden nicht die einzigen sein. Zwei Kämpfe, drei Teilnehmer. Man bekommt des Kaisers neue Axt, Stab des Götteszorns, Heiligenasche und Robe des Weisen. Kann man kriegen. Wenn man es in mindestens 8 Zügen schafft. Es sind 2 Kämpfe. Einhändige Schlangen töten die 4 Schrecken von Heliodor. Als erstes treten wir selber an. Das finde ich übrigens auch interessant, dass wir selber wählen müssen, wer antritt. Zweiter Kampf, die 4 Schrecken von Heliodor. Ich würde sagen, dann nehmen wir Hendrik und Jade, beziehungsweise wir nehmen Serena und Jade. Gölzkampf. Beide können Attacken, die alle Feinde betreffen. Möchtet ihr die Herausforderung mit dieser Gruppe beginnen? Yep. Sehr schön. Möge die erste Prüfung beginnen. Ein tödlicher Drache nähert sich. Toll. Fängt gleich gut an. Daneben. Das waren 2 Aktionen. Ihr habt bislang 2 Aktionen ausgeführt. Die letzte Herausforderung der aktuellen Prüfung erwartet euch. Gebt euer Bestes, Lichtbringer. Die beiden Mädels sind dran. Die 4 Schrecken von Heliodor. Normale Monster übrigens. Keine Schattenbesessenen. Und sie stärken ihre Abwehr, das war klar. Macht aber nichts. Rosa Orkan! Ein Gegner hat sie schon mal verliebt. Wow, die haben sich nicht mal gefärbt. Na, ob das was bringen wird, ich bezweifle stark. Und Braus wird leider nur durch eine Gruppe. Müssen wir einen Krach wirken. Das waren jetzt 4 Aktionen. Angriffskraft ist leicht gestiegen.
Nochmal, rosa Orkan. Damit sind es 5 Aktionen. Ein Gegner ist weg. Und nochmal Krach. Ein Gegner lebt noch. Ja, Echo, sehr geil. Sehr gut. Wunderbar. Du hast die erste Prüfung bestanden. Eine beeindruckende Leistung, Lichtbringer. Ihr habt die erste Prüfung erfolgreich bestanden. In Anerkennung der Tatsache, dass ihr die erste Prüfung zum ersten Mal erfolgreich bestanden habt, möchte ich euch diese Belohnung überreichen. Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel »Des Kaisers neue Axt«. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Lars lernt, eine Kaiseraxt herzustellen. Und wie effizient habt ihr euch eurer Feinde entledigt? Mal sehen, wie viele Aktionen ihr ausgeführt habt. So, so, nur 6 Aktionen. Eine lobenswerte Leistung, in der Tat. Aber vom Lichtbringer hätten wir auch nichts anderes erwartet. In Anerkennung der Tatsache, dass ihr nicht mehr als 8 Aktionen gebraucht habt, um den Sieg zu erringen, überreiche ich euch hiermit diese Belohnung. Lars erhält einen Stab des Gotteszorns. So ein Glück, Lars erhält eine Urne Heiligenasche. Lars erhält eine Robe des Weisen. Herzlichen Glückwunsch, die zweite Prüfung steht euch nun zur Verfügung, falls ihr sie in Angriff nehmen wollt. Solltet ihr je erneut versuchen wollen, den Pfad der Drangsal zu beschreiten, dann müsst ihr nur fragen. Erstmal speichern, Freunde. Übrigens, unsere Leben werden automatisch und auch Magiepunkte werden sofort wieder aufgefüllt danach. Aber wenn das so jetzt läuft wie gerade eben, First Try, kann es sogar sein, dass wir die Festung noch anfangen. Mal gucken. Das kommt ja so ein bisschen drauf an, wie unsere Gefährten sich jetzt anstellen. Willkommen auf dem Platz der Disziplin, Lichtbringer. Nun denn, welche der Prüfung des Pfads der Drangsal wollt ihr in Angriff nehmen? Naja, die zweite, ne? So, der Sieg würde uns etwas im Schilde führen bringen. 20 Züge Drachenkampfkleidung, 15 Zügen das Besitzen von Blitzen und 10 Zügen Gaunergewand. Wäre fast für Eric, rein theoretisch. Ah, gucken wir mal. Orchesterbegaben. Magische Mischpulk. Eins auf dem falschen Pelz. Schwierig, wen nehme ich da? Schwierig. Also wir setzen uns auf den ersten Platz. Ich würde sagen Hendrik auf den Platz. Und dann Opa und Jade. Probieren wir es mal so. Mal sehen, ob es klappt. Ja, wollen wir. Sehr schön. Möge die zweite Prüfung beginnen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ui, das sind ein paar Gegner. Große böse Band, habe ich das gerade richtig gelesen? Quadrahieb! Okay, 2 Gegner hat schon mal gekillt. Der Steppteufel, ja, ich glaube auch. Ey, klaut uns Magiepunkte, Frechheit. Ist aber nicht sehr nett. Quadrahieb! Zwei Aktionen. Ihr habt bislang 2 Aktionen ausgeführt, aber eure Prüfung hat gerade erst begonnen. Ihr dürft euch noch nicht ausruhen. 10 Aktionen müssen wir minimal erreichen. Magische Mischpoke. Ein Professaurus. Und das mit Hendrik. Oh je. Ja, supi. Das war schon mal extrem scheiße. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wir werden mal fliehen. Ja. Leider habt ihr die Herausforderung nicht bewältigt, Lichtbringer. Ich weiß, aber gebt die Hoffnung nicht auf. Zieht hinaus in die Welt, sammelt mehr Erfahrung, versucht es erneut. Eine andere Kombination aus Krieger könnte sich beim nächsten Mal auch als hilfreich erweisen. Ja, das habe ich gemerkt. Das habe ich gemerkt. Also die erste war schon mal richtig gut. Das machen wir wieder so. Zweite war wiederum scheiße. Gut, wie machen wir das jetzt am besten? Also wir brauchen jemanden, der alle gleichzeitig schädigt. Jade. Zum Beispiel. Gut, dann kommt da Bodo rein. Also Opa und Serena.
Die beiden magisch Begabten. Versuchen wir es mal so. Weil wir haben es ja recht gut hingekriegt. Also die erste Phase, die lief hervorragend. Mit dem Quadra-Hieb. Die haben wir sowas von weggehauen. Das war ja phänomenal. Sehr schön. So läuft es auch diesmal. Ja, wir verlieren die Kräftige, oh mein Gott. Sehr schlimm. Der klaut uns wieder Magiepunkte. Alter, 28 Punkte klaut er uns einfach mal. Der klaut uns jetzt auch noch welche, oder was? Nö. Lars ist nicht amüsiert. Lars ist nicht amüsiert. Wisst ihr Bescheid? Und tschüss. Ihr Säcke. Zwei Aktionen. Ihr habt bislang zwei Aktionen ausgeführt, aber eure Prüfung hat gerade erst begonnen. Ihr dürft euch noch nicht ausruhen. Habe ich auch nicht vor. Das magische Mischpoke nähert sich. Oh, ich merke... Scheiße. Genau das habe ich befürchtet. Das habe ich nämlich das habe ich schon wieder vergessen. Wir brauchen einen Magier. Sorry, Leute. Sorry. Das habe ich nicht bedacht. Wir brauchen jemanden, der keine Fähigkeiten hat oder keine guten. Also wir, Opa, dann Jade und Serena im letzten Akt. So. Machen wir es so. Weil Opa ist mehr so der Magier. Sorry, dass ihr euch das jetzt mehrmals angucken müsst. Aber das gehört dazu. Aber es ist schaffbar. Definitiv. Ich finde das super geil, dass es die beiden einfach direkt auseinander nimmt. Der Steppteufel ist von uns hypnotisiert. Interessant. Und tschüss, Freunde. Ihr habt bislang zwei Aktionen ausgeführt, aber eure Prüfung hat gerade erst begonnen. Ihr dürft euch noch nicht ausruhen. Habe ich auch nicht vor. So, Phase 2. Diesmal mit Opa. Yep, ist okay. Au. Opa. Nee, das ist kacke. Tatsächlich. Clear. Okay, den faulen Zauberer. Den faulen Zauberer hat's erwischt. Was ist das denn? Ach, Magiepunkte klau, alles klar. Au. Opa. Clear. Freeze! Damit ist der auch weg. Das sind jetzt vier Aktionen. Aua. Oh, fies. Au. Heilung oder angreifen? Alles auf Angriff. Und gewonnen. Wunderbar. Fünf Aktionen ausgeführt. Die letzte Herausforderung der aktuellen Prüfung erwartet euch. Gebt euer Bestes, Lichtbringer. Jade und Serena müssen es reißen. Oh, ausgerechnet ein Panda. Scheiße. Ausgerechnet ein Panda. Serena, krach. Kein Echo. Okay, der zeigt sich fasziniert. Jade wieder. Jade hat's gemacht. Sehr gut. Du hast die zweite Prüfung bestanden. Ja, aber wirklich. Eine beeindruckende Leistung, Lichtbringer. Ihr habt die zweite Prüfung erfolgreich bestanden. In Anerkennung der Tatsache, dass ihr die zweite Prüfung zum ersten Mal erfolgreich bestanden habt, möchte ich euch diese Belohnung überreichen. Was war das denn gerade? Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Etwas im Schilde führen. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Lars lernt, einen verzauberten Schild herzustellen. Und wie effizient habt ihr euch eurer Feinde entledigt? Mal sehen, wie viele Aktionen ihr da ausgeführt habt. So, so. Nur 8 Aktionen. Eine bemerkenswerte Leistung, in der Tat. Aber vom Lichtbringer hätten wir auch nichts anderes erwartet. In Anerkennung der Tatsache, dass ihr nicht mehr als 10 Aktionen gebraucht habt, um den Sieg zu erringen, überreiche ich euch hiermit diese Belohnung.
Lars erhält eine Garnitur Drachenkampfkleidung. Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Das Besitzen von Blitzen. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Lars lernt einen Blitzableiter herzustellen. Ist, glaube ich, ein Zauberstab. Lars erhält ein Gaunergewand. Geil. Herzlichen Glückwunsch. Die dritte Prüfung steht euch nun zur Verfügung, falls ihr sie in Angriff nehmen wollt. Solltet ihr je erneut versuchen wollen, den Pfad der Drangsal zu beschreiten, dann müsst ihr nur fragen. Erstmal speichern. Und ich habe gerade gesehen, 3,5 Stunden. Also wenn wir die dritte Prüfung jetzt auch noch packen, ohne weiteres wohlgemerkt, werden wir tatsächlich noch die finstere Festung ansteuern. Mal sehen, was uns dort erwartet. Was macht der denn da hin? Mit dem Finger oder was? Alter. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Habe ich jetzt mindestens 2-mal gemacht. Mal gucken. Wir haben hier die dritte Prüfung. 4 Kämpfe, 6 Teilnehmer. Majestätische Mode, Auerlutscher, Bestienmeisterclown und heller Stab. 15 Züge mindestens dürfen wir brauchen. Okay. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Das ist böse. Das ist böse. Tja, wie machen wir das am besten? Gute Frage, nächste Frage. Die Femme Fatale, da würde ich am besten Jade hinschicken. Gegen die Automaten, würde ich sagen, treten wir an. Laternenfest. Rionaldo und Serena. Und die dunklen Zerstörer Bodo und Hendrik. Dann wäre Eric der Einzige, der übrig bleibt. Ich probiere es mal. Ja, wir probieren es mal. Mal gucken. Ah ja. Alles weibliche Monster. Von den 2 schon mal umfallen. Das ist schon mal sehr schön. Einzig die Stallsirene überlebt. Ja, dann machen wir mal einen Hexenschuss, ne? Überlebt. Mist. Na los, Jade. Hau sie um. Sehr gut. Das waren 3 Aktionen. Das ist in Ordnung. Ihr habt bislang 3 Aktionen ausgeführt, aber eure Prüfung hat gerade erst begonnen. Ihr dürft euch noch nicht ausruhen. Hab ich nicht vor. Die Automat-Attackierer nähern sich. Ich habe mir schon gedacht, dass so eine Scheiße kommt. Quadrahi. Es ist nun mal die beste Attacke, die alle Gruppen erfasst. Ist leider so. Es ist eine saugeile Attacke. Es ist nun mal so. Ich kann nichts dafür. Für einen schnellen Sieg hervorragend. Okay, 2 Monster hat es erwischt. Aua. Ja, ich weiß, du darfst mehrmals. Danke. Hemmungsloser Hieb. Das dürften 3 Aktionen gewesen sein. Ihr habt bislang 6 Aktionen ausgeführt. Bleibt wachsam. Euch steht noch einiges bevor. 9 Züge haben wir noch offen. Das ist noch gut. Das ist ein gutes Polster. Ja, es war klar, dass er gleich mit Zischel um die Ecke kommt. Aber wenn ich das richtig sehe, dürften das alle Feuerelementmonster sein. Bis auf die Lüsterlampling. Und der ruft noch Unterstützung. Ernsthaft? Okay, dann machen wir mal die pinke Piurette. Ihr habt richtig gesehen. Die funktioniert genauso wie die Attacken von Jade. Habt ihr genau richtig gesehen. Okay, 2 hat's umgehauen. Leider kein Echo. Schade. Ja, beim Echo spielt leider auch Glück eine große Rolle. Na, ruft er den nächsten? Ja, natürlich. War klar. Oh, Serena. Scheiße. Trotzdem, clear. Alles auf Angriff. Okay.
Ja, sehr geil. Ich meine, das wird auch nicht gezählt als Aktion, weil es halt, Ihr habt bislang 9 Aktionen ausgeführt. Die letzte Herausforderung der aktuellen Prüfung erwartet euch. Gebt euer Bestes, Lichtbringer. Wir haben also noch 6 Aktionen Luft. Uff, die dunkle Zerstörer nähern sich. Das ist sogar ein Monster, das haben wir noch gar nicht, sehe ich gerade. Der Chardonis, genau, den haben wir noch gar nicht. Sorry, Opa. Mache ich echt ungerne. Wow. Wow. Ich dachte, er haut alle um. Es gibt nämlich eine ähnliche Attacke. Die ist wesentlich mächtiger. Ich hätte gedacht, das wäre die. Nö. Ist sie nicht. Scheiße. Aber Opa ist nicht tot. Alles gut. Nicht wirklich. Das ist ja kein ernsthafter Kampf. Das ist ja eine Prüfung. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Du hast die dritte Prüfung bestanden. Genau, Victory is ours. Auch wenn Opa draufging. Beeindruckende Leistung, Lichtbringer. Ihr habt die dritte Prüfung erfolgreich bestanden. Ich weiß, ihr könnt mich jetzt steinigen dafür, dass ich Opa geopfert habe. Aber ich glaube, anders hätten wir es auch nicht geschafft, wirklich. Anerkennung der Tatsache, dass ihr die dritte Prüfung zum ersten Mal erfolgreich bestanden habt, möchte ich euch diese Belohnung überreichen. Lars erhält ein Anleitungsbuch mit dem Titel Majestätische Mode. Er liest es von der ersten bis zur letzten Seite durch und lernt den unglaublichen Inhalt auswendig. Er lernt, eine Sonnenkrone herzustellen, ein Königsumhang. Opa! Und wie effizient habt ihr euch eure Feinde entledigt? Mal sehen, wie viele Aktionen ihr ausgeführt habt. So, so, nur 13 Aktionen. Es wäre also knapp geworden. Oder es ist knapp geworden. Eine lobenswerte Leistung, in der Tat. Aber vom Lichtbringer hätten wir auch nichts anderes erwartet. In Anerkennung der Tatsache, dass ihr nicht mehr als 15 Aktionen gebraucht habt, um den Sieg zu erringen, überreiche ich euch hiermit diese Belohnung. So ein Glück, Lars erhält einen Auerlutscher. Super. So ein Glück, Lars erhält ein paar Bestienmeister-Klauen. So ein Glück, Lars erhält einen hellen Stab. Vergebt mir, Lichtbringer, aber es übersteigt meine Fähigkeit, noch anspruchsvollere Prüfungen vorzubereiten. Wenn Großmeisterin Peng noch unter uns wäre, könnten wir euch die Ehre erweisen, euch die letzte Prüfung absolvieren zu lassen. Aber leider kann ich euch nicht mehr anbieten als meine Entschuldigung. Solltet ihr je erneut versuchen wollen, den Pfad der Drangsal zu beschreiten, dann müsst ihr nur fragen. Auch dafür gibt es übrigens ein Achievement, wer hätte es gedacht? Ja. Und Freunde, ihr wisst, was das bedeutet? Ja, wir werden zur Festung gehen. Wir werden die Festung schon mal anfangen, aber schaffen werden wir sie heute definitiv nicht mehr. Aber anfangen auf jeden Fall. So, jetzt muss ich nur erstmal gucken. Wir haben einen hellen Stab bekommen. Ach, beide. Nee, das ist ein Waisenstab, meine ich doch. Der Auerlutsche. Ein Punkt weniger. Ein Punkt weniger. In der linken Hand ist er sogar besser. Guck an. Ja, dann nehmen wir den doch da. Auerlutscher. Wunderbarer, schrulliger Stab zum Zaubern, der Gegner gelegentlich in Verwirrung stürzt und auch die MP-Kosten senken kann. Das ist geil. MP-Kosten senken ist gut. Opa, heller Stab. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alle Werte gehen hoch. Auf jeden Fall mitgenommen. Aber sowas von. Eric, sag mal, habe ich deine Messer gar nicht... Ich habe Erics Messer nicht verbessert. Und Erics Kleidung haben wir auch nicht verbessert. Oh Mann, Leute. Gut, dann gehen wir mal zum Umland von Heliodor. Wir haben noch ein bisschen zu tun, schmiedetechnisch. Keine Sorge, die Festung fangen wir noch an. Keine Sorge, alles ist gut. Ich werde sowieso ein bisschen überziehen, von daher alles in Ordnung. So. Nein, nicht abbrechen. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir schmieden können. Also wir müssen gleich erstmal Erics Sachen verbessern, weil dass der Junge einfach mal nichts hat, es geht gar nicht. Gerade so. Gerade so. Und die Ja, vergiss es. Hat sich schon erledigt. Königsklunker brauchen wir dafür. Haben wir nicht. Und einen zweiten Feuerball bräuchten wir auch. Haben wir auch nicht. Okay. Hat sich erledigt. Alles klar. Hat sich erledigt. Aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Scheiße. Oh. Okay, dann muss Opa noch mit seinen alten Fetzen rumlaufen. Ist dann wohl leider so, ne?
Nächster Schlag wird doppelt so stark. Das freut mich. Wir wollen ja schließlich, dass Eric, unser alter Kumpel, ein bisschen besser vorbereitet ist auf das, was auf uns zurollt. Geniestreich, Hephaistos Flamme. Halb so stark. Ja, danke. Fang schon damit an, ey. Ehrlich. Jawoll. Hervorragend. Sehr gut. So wollen wir das haben. Perfetto. Der Seelenbrecher aus dem Besitz von Eric wurde zu einem Seelenbrecher Stufe 3 umgearbeitet. Jawoll. Oder plus 3. Sehr schön. Und weiter. Der Aue. Alter, 17 Perlen. Wahnsinn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich könnte hier ohne Ende Perlen loswerden. Seht ihr das? Eieieiei. Komm, verbessern wir noch sein Aristokratenmesser. Also hier wirst du echt perlenlos. Schade, können wir Opa leider noch nicht schmieden. Oh, das war knapp. Halb so stark, okay. Das wird wahrscheinlich sehr gut. Ja, habe ich mir gedacht. Okay. Gelungen, ja. Plus 2, sehr schön. Damit haben wir noch 40 Perlen. Gut, dann speichern wir nochmal zwischendurch. Ja, Opa muss jetzt erstmal weiter so rumlaufen. Aber Freunde, die Festung fangen wir jetzt noch an. Eine Viertelstunde Zeit haben wir noch, plus ein paar Minuten Überzug. Gegenstände, wichtige Gegenstände. Wo haben wir sie? Da, die Lockflöte. Benutzen. Die Lockflöte spielen Kitos von der Klippe des Lichtbringers ausrufen? Ja. Lasst uns zum Sitz des Fürsten der Schatten gehen. Wo ist es da? Eine gewaltige Energiebarriere umgibt die finstere Festung. Sie macht es unmöglich, sich dem Schloss weiter zu nähern. Das Schwert des Lichts benutzen, um die Barriere zu zerstören? Ja. Die Barriere, die die finstere Festung umgibt, schmilzt dahin. So, this is it. Ja. Hmm. It's time to go and get our revenge. Oha, und das von ihr. Das von Serena. Ha ha ha.